seid ihr in meiner Spüle? Ich habe hier auch noch so ein tolles Licht, seht ihr? Und dann soll man mit kochendem Wasser, ich bin hier wieder mit kochendem Wasser dabei, das so ein bisschen anlösen sozusagen. Dass das so ein bisschen aufweicht, wisst ihr? Und dann gehen wir ins Badezimmer. Ich tue das jetzt hier mal auf den Teller. Und wir gehen ins Badezimmer damit. Weil das soll entkalken. Ich habe nicht so viel Kalk in meinem Badezimmer, aber ich werde das mal ausprobieren. Gehen wir mal nach oben. Wäre ich dann sehr gespannt, dass das so alles da liegen. Baby will nicht trinken und schlafen will auch nicht. Ja. Tja, gehen wir mal hier mit unserem Tablett in mein Badezimmer und versuchen mal. Ich habe hier nämlich auch so etwas, wo ich sagen könnte, Moment, wo man sagen könnte, dass hätte Potenzial entkalkt zu werden. Ja, also ich weiß nicht, es ist jetzt nicht so schlimm, aber es ist auch nicht schön, ne? Also man sieht schon den Kalk. Das kann man nicht anders sagen. Aber der geht auch ab mit normalen Sachen. Aber wir versuchen das jetzt mal. Moment. So. Und man soll jetzt die ganzen Kalkflecken damit abbekommen. Das werde ich mal ausprobieren. Ihr seht den Kalk, ne? Hier überall sieht man, glaube ich, den Kalk. Also, ich weiß ja nicht. Ich werde das jetzt mal überall einreiben damit. Und mal gucken, ob das dann weggeht. Man soll hier auch die Armaturen sauber bekommen. Ich mache jetzt mal meine ganze Badewanne damit sauber. Ich glaube aber, ich muss noch mal heißes Wasser drüber machen, weil das ist sehr trocken hier gerade. So, ich habe jetzt heißes Wasser hier drauf gemacht. Oh, jetzt ist da ein schwarzes Haar, aber egal. Und man soll, wie gesagt, auch alles hier mit sauber bekommen. Die ganzen Armaturen sollen kalkfrei bleiben und sollen sich säubern lassen. Der ganze Kalk soll entfernt werden. Na, bin mal skeptisch, aber lasse mich ja gern überzeugen. Ich finde auch, dass es so ein bisschen, das kratzt so ein bisschen, aber gut. Wie gesagt, der Kalk ist jetzt hier nicht so weltbewegend und deswegen vielleicht auch nicht so ein gutes Beispiel, aber ich habe Kalk, so ist ja nicht. Ne, das kratzt so ein bisschen, finde ich ein bisschen unpraktisch gerade, muss ich sagen, aber ich stelle euch mal da hinten hin. So, ich finde, das sieht schön sauber aus, also da kann man nichts sagen. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Kalk, seht ihr? Da werde ich mal versuchen, ob ich das wegbekomme. Schau ich mal. Man kann ja sagen, was man will, aber das Ding ist ganz schön klein geworden, wie man sieht. Also es scheint sich tatsächlich auch aufzulösen. So ist es ja nicht, ne? Aber es zerkratzt ja auch die Armaturen. Keine Ahnung, ja. Muss man das wahrscheinlich richtig reinlegen. Also ich würde ja, bevor man so ein Blödsinn hier macht, das Ding auflösen und dann mit dem Wasser, was ich unten für das Kaffee entfernen benutzt habe, immer da reintunken. Das finde ich viel praktischer als sowas, weil das ist ja, das zerkratzt mir ja unter Umständen alles, ne? Deswegen, aber ich finde das jetzt aber nicht schlecht und ich glaube auch, dass das was macht hier, die Geschirrspültabs. Ob die auch diesen Rost wegbekommen, dafür werde ich mal, seht ihr, das alles verrostet, dafür werde ich mal den Geschirrspül, diesen Saft holen, den ich da unten eben für mein Dings benutzt habe, für meine Sessel. Boah, das ist auch schon nicht schlecht, ne? Also das hier quasi, ne? Das würde ich jetzt, diesen Sud würde ich jetzt nehmen und da mal versuchen, den Rost zu reinigen. Das können wir mal zusammen machen.
da glaube ich ja nicht daran, dass das weggeht. Also wir schauen mal. Ich habe den auch noch da drin. Ne? Also doppelte Kraft hier. Jetzt läuft mir das alles hier auf die Seife. Moment. Bin wieder da. Ich habe mal den ganzen Saft da unten weggenommen. Jetzt wird das hier alles braun da. Aber ich glaube, es tut sich auch hier was. Guckt mal, es geht ab. Zumindest sieht es sehr viel besser aus. Ich mache das öfters mal hier sauber. Und habe echt Schwierigkeiten meistens. Klar, der Rost bildet sich natürlich wieder neu, aber erstmal sieht das schon mal besser aus als die Mittel, die ich immer benutzt habe. Da ist auch richtig viel. Ich habe das jetzt länger nicht gemacht, weil ich immer finde, das rostet sowieso wieder und bin da immer so ein bisschen nachlässig, aber... Den Rost habe ich schon geschafft, so ein bisschen mit der ganzen Sache hier anzugehen. So. Und da oben auch. Moment. Blöd. Huch! Ah, abgegangen hier. Ich wusste gar nicht, dass das so leicht runtergeht. So. Miley! Aus! Ich mach mal weiter und zeige euch dann das Endergebnis. Ich habe mal eine kurze Unterbrechung. Oberbus hatten. Wieder hoch. Machen wir mal weiter. Wie das sieht hier aus, Leute. Ich sag's euch. Meine Güte, eklig. Erinnert mich an Spucken und Kotzen und so, als meine Kinder klein waren. Nee. Naja, ich werde mir jetzt mal versuchen, das Ding weiter sauber zu kriegen. Ihr könnt ja von fern zugucken. So. Aber wir gucken mal. Die Kalkfleck gucken wir uns mal an von dem Ganzen. Da war nicht viel, aber doch schon. Ne? Und das ist auch schön geworden. Jetzt nochmal hier. Auf der anderen Seite auch. Ich glaube, das ist richtig schön geworden. Wow. Also Kalk macht der auf jeden Fall richtig schön sauber. Ich glaube, die war noch nie so kalkfrei. Ich glaube, das kann ich schon mal so sagen, wirklich sehr selten. Nur wenn ich sie mit dem Chlorreiniger mache. Aber wirklich, also Kalk schafft der auf jeden Fall gut. Und wenn man jetzt hier mit diesem Wasser noch arbeiten würde, kriegt man hier bestimmt auch alles sauber noch. Also die ganzen Ränder, die hier jetzt von Seife und so noch zu sehen sind. Aber Kalk hat auf jeden Fall richtig toll hingekriegt. Da auch, guck mal, das glänzt. Schön. Und auch hier. Richtig schön. Ja. Wow. Sehr schön. Schimmel hat er natürlich nicht geschafft, ne? Da ist weiterhin der Schimmel zu sehen. Die, diese ganzen Geschichten, die würde man eventuell auch noch hinbekommen. Da ist eigentlich auch nicht viel Schmutz, aber ja, da kann man überall schön reinigen. Rost hat er nicht ganz geschafft, aber es sieht auf jeden Fall besser aus. Einigermaßen fertig. Ich muss jetzt leider den Boden nochmal wischen, weil ich hier alles nass habe und wieder alles voller Haare. Ja, aber so würde ich mal sagen, können wir jetzt erstmal wieder leben. Kalk ist jedenfalls weg. Oh, schön. Guckt euch mal, der war noch nie so sauber, glaube ich.
Doch, als ich mit, wie gesagt, mit Chlor gewaschen habe, sah das auch so aus. Aber das soll man ja gar nicht immer. Wischen muss ich aber noch. Wieder der Tag ist wieder rum und ich werde jetzt noch mal die Wäsche aufhängen hier beziehungsweise abhängen und dann wieder neu aufhängen und dann gehe ich ins Bett. Habe ich immer noch nicht gemacht. Die liegt hier schon die ganze Zeit, hängt hier trocken. Mir ist so heiß, ich schwitze, ich habe die ganze Zeit den Kleinen gehabt. Mann. So. Morgen früh fährt meine Tochter zu einem Termin und der Kleine bleibt bei mir. Das wird ungefähr 2-3 Stunden dauern. Da bin ich im Moment ein bisschen aufgeregt und hoffe, dass ich das hinkriege, dass er nicht weint. Schauen wir mal. Ich glaube, das ist Emmels Handtuch. Glaube ich. Weiß nicht. Hatte nämlich noch Wäsche gewaschen vorhin. Hatte ich ja erzählt, dass die da rumlag. Ich hatte unten auch noch welche, da habe ich die gleich auch mit reingeschmissen. Morgen muss ich aber unbedingt die Wäsche in die Schränke einordnen. So. Ich werde jetzt noch gleich Zähne putzen, mich abschminken und schlafen gehen. Videos habe ich nicht mehr drehen können, leider. Weil das habe ich nicht mehr geschafft. Wir haben noch telefoniert mit der Family, ein paar Sachen geklärt und dann habe ich noch was gegessen. Und dann war es auch schon wieder fast so weit, dass es spät wurde und dann hatte ich auch keine Lust mehr. Jetzt noch mal eine Stunde mit dem Baby verbracht, habe den Kleinen gehalten. Ja. Lampe klackelt. Ich hasse es. Das dauert auch noch an, also es hört nicht gleich auf, wenn das Licht aus ist. Geht es auch noch weiter. So.
nur noch die ganzen Sachen da wegnehmen und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Schlaft schön, bis morgen. Ja, Lieben, es ist der nächste Morgen und ich muss mich jetzt mal aufregen. Also es ist wirklich, ich kann es nicht begreifen und ich weiß auch nicht, woran es wirklich liegt. Ich weiß es nicht, weil ich gucke mir andere Videos an von großen YouTubern, die sehr viel offener sind. Ja, also die ziehen Bikinis an, die zeigen ihren Körper, die bewegen sich vor der Kamera, sie machen eine Modenschau und diese Videos werden nicht eingeschränkt. Mein Video, wo ich nur putze, ja, ich putze, es ist wirklich nichts zu sehen, wird eingeschränkt. Das ist jetzt schon das zweite Mal. Ich bin mega genervt, wirklich, weil es war nichts zu sehen, ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, warum dieses Video jetzt eingeschränkt wurde. Weiß ich wirklich nicht. Insofern bin ich jetzt wirklich total und weiß nicht, woran das gelegen haben könnte. Ich habe alles ausprobiert. Ich habe Teile rausgeschnitten. Ich habe einen großen Putzteil, den ich heute eigentlich oder gestern gemacht habe im Badezimmer. Ich hatte euch laufen lassen, wie ich mein Badezimmer putze. Und das wurde nicht genehmigt. Ne? Also insofern, ich habe jetzt dieses Video, ich weiß es nicht, ich drehe das jetzt mal so im Voraus, weil ich habe gestern meine Wäsche hier ja aufgehängt. Und auch da vermute ich jetzt mal, dass sie mir das auch einschränken. Dieser Teil, den ich jetzt filme, den drehe ich jetzt einfach mal, weil ich gar nicht, wenn das jetzt wieder gesperrt wird, beziehungsweise nicht uneingeschränkt zeigbar ist, dann weiß ich nicht, woran es liegt. Und ich hatte ja angekündigt, wenn das so weitergeht, höre ich auf. Also da habe ich keine Lust zu, das ist mir einfach zu blödsinnig, das ist mir zu albern. Also andere zeigen alles, ja, gefühlt. Ich vermute, dass es die Bewegungen sind vielleicht sogar, die gemacht werden vor der Kamera, wo dann der Filter sagt, okay, das ist anstößig oder was. Ich kann es mir nicht erklären. Und ich habe auch keinen Bock, nichts zu tun, was ich immer zu überlegen, könnte das eventuell dann mein Video beim Einstellen stören nachher, ja? Ich meine, was ist da so schlimm dran, dass ich putze? Das ist doch nichts Anstößiges. Da sieht man nichts und es ist auch nichts, warum man das Video jetzt sperren müsste oder beziehungsweise nicht. Es wird ja nicht gesperrt, es wird nur eingeschränkt gezeigt. Und ich bin auf 180, ja, weil das nimmt mir die Lust und auch, ich finde das auch so Quatsch, weil es nicht, ich habe jetzt wirklich drauf geachtet, ja, vor ein paar Tagen kannst du sagen, okay, das ist in Ordnung, das verstehe ich, aber jetzt verstehe ich das überhaupt nicht mehr. Ich verstehe nicht, was da falsch ist, warum das nicht sein kann. Nein, das nimmt mir einfach nimmt mir das Verständnis davon, was ich bisher die ganzen Jahre über gemacht habe. Ja, ich habe immer alles gezeigt. Ich habe geputzt, ich habe gemacht, getan, ich habe euch weit weggestellt, ich habe euch gezeigt, wie ich das und das und das mache. Und auch in einem anderen Teil habe ich ja auch hier gewischt gemacht, getan. Ja, nur, dass ich mich dann ab und zu nicht so gebückt habe. Ich muss mich ja bücken, wenn ich irgendwas aufheben will. Und man sieht ja auch nichts. Es ist mir unbegreiflich, was da für ein Filter eingesetzt wurde, dass er mich da einschränkt. Gut, ich wollte jetzt nochmal meinem Ärger Luft machen. Wenn das jetzt sowieso wieder nicht richtig gezeigt wird, dann kann ich da auch nichts für. Ich muss da aber jetzt einfach mal drüber reden, weil es nervt mich derartig. Was ich jetzt machen werde, ist, ich nehme mir einen Sack, ja, einen Sack, der hierzu ist, der bis zu den Fußknöcheln ist und dann hänge ich mir diesen Sack über und dann werde ich putzen und dann werde ich mal gucken, ob das wieder eingeschränkt wird, weil das würde mich wirklich interessieren. Woran liegt es? Liegt es an den Bewegungen, die ich mache beim Putzen? Ja, bücken, wieder hochkommen, kann ja sein, dass da irgendwas Anstößiges so vermutet wird. Das werde ich dann rausfinden, weil wenn ich den Sack über habe, kann es ja nicht sein, dass irgendetwas zu sehen ist. Dann sind es wahrscheinlich die Bewegungen, die, das interessiert mich jetzt. Ich will das wissen, ja, warum wird das eingeschränkt? Wenn das die Bewegungen sind, ist es, muss ich mich anders bewegen. Dann muss ich eben rund in die Knie gehen. Das mache ich nicht gern. Ist ja sowieso gesünder, dass man sich nicht von oben nach unten bückt, sondern dass man in die Knie geht. Das Ding ist nur, ich habe ja Lipödeme und das ist natürlich eine Bewegung, die mir wehtut, die mir unangenehm ist. Aber ich finde schon heraus, was da der Kasus Knaktus ist. Das gibt es doch nicht. Ja, da muss doch irgendetwas sein, wo YouTube sagt, nein, das wollen wir nicht haben. Und da muss ich, das will ich herausfinden. Und ich werde auch YouTube anschreiben,
Das Problem ist nur, bei den ganzen Massen von Beschwerden, die die natürlich täglich kriegen, keine Ahnung, ob die nun Zeit haben, sich mein Video anzugucken und da zu sagen, ja, das und das und das ist falsch, müssen wir aber mal machen, weil es ist echt nervig. Es nervt mich wirklich richtig ab, aber ich krieg's raus. Ich werde mir heute einen Sack nähen mit euch zusammen, den ziehe ich mir über und dann gucken wir doch mal, ob das dann wieder gesperrt wird. Also, naja, jetzt verabschiede ich mich erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr euch immer meinen Ärger, den ich mir Luft lasse, den ich mir, egal, ich bin mit dem Gehirn tot heute, egal, ihr wisst, was ich meine. Vielen Dank fürs Zuschauen. Zum zweiten Mal, wenn ihr das nicht seht, dann wahrscheinlich oder nur eingeschränkt seht, kann ich auch nichts für. Jedenfalls bis gleich, weil ich bin schon hier am späten Vormittag. Ich habe schon meinen nächsten Vlog angefangen und ja.